Rote Rosen, überraschendes Eheaus. Jetzt bestätigen die Rote Rosen-Schauspielerin Lara Isabel Rentink und Hertha Kicker Zemoraka ihre plötzliche Trennung. Die Ehe fand ihr trauriges Ende nach gerade einmal 4 Jahren. 2015 lernten sich Rote Rosen-Schauspielerin Lara Isabel Rentink, 35, und Fußballspieler Zemoraka, 27, kennen. Ein Jahr später verlobten sie sich heimlich und feierten dann 2017 die große Hochzeit. Statement der beiden gegenüber der Bild äußerte sich die Schauspielerin jetzt zu den Trennungsgerüchten. Es ist kein Geheimnis, dass uns unsere Privatsphäre sehr am Herzen liegt und wir uns deshalb diesbezüglich selten geäußert haben. Um möglichen Spekulationen vorzugreifen, geben wir hiermit mit großem Bedauern unsere Trennung bekannt, so der TV-Star. Da ihnen die Privatsphäre sehr viel bedeute, bleibe der Grund der Trennung zunächst geheim. Sie scheinen aber im Guten auseinandergegangen zu sein, wir blicken auf eine wunderschöne gemeinsame Zeit zurück und gehen voller Dankbarkeit und als Freunde auseinander. Rote Rosen, ihre Rolle Amelie. Seit 2019 spielt die Schauspielerin die Rolle der Amelie Fährmann in der Daily-Soap Rote Rosen. Aktuell erlebt ihre Figur eine aufregende Zeit in der ARD-Telenovela. Ein Mordverdacht, ihr krankes Pferd und die ewigen Streitereien mit Seriencharakter Carla machen ihr das Leben schwer. Um Amelie wird es also nicht langweilig. Thank you.